Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 von Elex 2. Wir sind gerade mit Kaya auf dem Weg in unseren Untergang. Also was ich ursprünglich sagen wollte, wir sind tot. Wir sind in einem Banditenlager. Und mir ist jetzt nicht so ganz klar, wie sinnvoll das hier ist. Deswegen sehe ich zu, dass ich Land gewinne. Weil jetzt kommen auch mal wieder alle hergerannt. Den schnapp ich mir. Wir rennen einfach mal wieder weg. Kaya taucht wieder hinter uns auf und nur eine Person rennt uns hinterher oder auch nicht. Es ist wirklich schwer nachzuvollziehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie bei den Gegnern das berechnet wird, ob die... Oh, da hinten läuft, da marschiert jemand raus. Eventuell kommt uns hier was entgegen gleich. Okay, kommt eine Person. Es könnte die sein, die wir schon mal angekratzt hatten. Wie gesagt, so lobe ich mir es, wenn sich Kai jetzt noch umdrehen würde. Aber dieser Bandit hat volles Leben. Also keine Ahnung, ob die Leben regenerieren oder wie das funktioniert. Auf jeden Fall muss man die kaputt hacken, wenn sie auf dem Boden liegen. Genau so. Dann sterben sie auch schneller. Ich glaube, die regenerieren ihr Leben. Ey, also, wie dieser Feuerball nicht treffen kann, ist einfach... Das ist ja ein Wunder. So, wir erledigen immer mehr von denen. Hier drüben ist schon gar keiner mehr, wie es scheint. Drei Schakale, drei Banditen down. Ich glaube, es sind aber vier Banditen. Einer könnte es sein. Schakale zähmen leicht gemacht. Es werden nur frische Ratten verfüttert. Jede Ratte, die länger als drei Tage herumliegt, wird entsorgt. Tipp, wenn ihr die Ratten vorher noch in Honig einlegt, fressen sie euch nach kurzer Zeit aus der Hand. Jeden Tag frisches Wasser in die Behälter füllen. Sobald die Aggressivität bei den Schakalen nachgelassen hat, kann man den ersten... kann mit den ersten Streicheleinheiten begonnen werden. Wichtig, achtet bei neuen Schakalen darauf, dass die Käfige richtig verschlossen sind. Ich habe keine Lust, wieder einen von euch stückchenweise aufzusammeln. Ja, glaub mir, da sorgen wir gleich für. Gut, hier ist nichts drin. Also hier haben wir tatsächlich immersiv einfach nur die Information, dass Banditen halt Schakale zähmen. Wir töten noch ein paar Pelzasseln. Ich frage mich, wie groß das Banditenlager ist, wo wir jetzt hier reinmarschiert sind. Irgendwie fehlt übrigens manchmal die Textur. Ja, also ich nehme die Spiele wirklich sehr gerne im Schutz von den Piranhas, aber sowas muss eigentlich echt nicht sein. Ja, wenn wir jetzt noch durchlaufen könnten, hätte ich mich komplett kaputt gelacht. Ohne Zigarette. Die Ausbeute hier ist recht mager bisher. Oh, ein Bandit. Das wirst du bereuen. Nein. Ach jo! Bleib hinter mir. Wisst ihr, also die Kaya schießt mit den Feuerbällen immer daneben. Aber der hat ein Aimbot im Bogen, oder was? Ich kann nicht mehr. Habe ich erwähnt, dass Kaya nichts trifft? Soll schon mal vorkommen. Ein Glück hat er keine Lust, sich zu wehren. Verschädigter Berserkerbogen. Wo ist denn sein Schwert aber hingeflogen? Ich bin mir sehr sicher, dass er noch irgendwo in den Nahkampf herumfliegen müsste. Aber vielleicht ist er auch irgendwie in den Boden oder in den Felsen reingeglitscht. Oder 100 Meter weggeflogen, wer weiß. War das der letzte Bandit?
müssen ja, also vier habe ich auf jeden Fall gesehen. Vier sind mittlerweile aber auch schon besiegt. Warum ist hier ein Stuhl drin? Schade, dass es hier oben nichts gibt. Ich denke mal, das Banditenlager war vielleicht einfach noch gar nicht so sehr für uns geeignet. Also, mein, was heißt nicht geeignet? Es ging ja recht gut von... Da ist noch einer. Kaya. Wieso? Ich hab nichts, die haben zweimal hintereinander getroffen. Da darf man sich nicht beschweren. Ja, ne, also fairerweise. Dies ist die letzte Warnung, die ich dir sende. So viel stärker sind die ja nicht. Ich habe von deinen hinterhältigen Methoden die Nase voll. Alleine diesen Monat sind schon 3 Lieferungen an eine Gruppe Plünderer verloren gegangen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass man dich in der Nähe des großen Banditenlagers gesehen hat. Wenn ich herausfinde, dass du deine dreckigen Finger dort mit im Spiel hast, mache ich dich einen Kopf kürzer. Das ist hier das große Banditenlager, oder was? Wir haben auf jeden Fall sogar noch ein paar Grabsteine. Also wenigstens begreifen sie Grabpflege, ne? So ehrlos können die ja hier gar nicht sein. Also die Belohnung ist, wie gesagt, bisher recht mau und ein wenig enttäuschend. Aber EP-technisch soll es wenigstens eigentlich ganz gut hier, ja, doch Fortschritte gemacht haben. Nachdem wir hier durch sind, ich weiß, wir sind ja sowieso erst in der kleinen Kuppel hier, also vielleicht ist das wirklich ein riesiges Banditenlager und hier sind dann auch nochmal überall Banditengegner drin. Aber zumindest die erste Kuppel hätten wir ja schon mal gut abgeschlossen. Sogar eine Truhe, die wir öffnen können. Das finde ich doch super. Zack. Zu einfach. Drin haben wir eine Schachtel Zigaretten, 150, also im Prinzip 170 Elexit und 4 Bier. Ist ganz nett. Vor allem mal besser als nix. Endlich mal eine Truhe. Aber sollte das ja Teil von einem riesigen Banditenlager sein, dann verstehe ich schon, wieso man hier so wenig holen kann. Dann wird es hier nämlich noch viel mehr zu holen geben. Ich will mich noch ganz kurz überzeugen, dass das auch der Fall ist. Kommt mir, wie gesagt, alles irgendwie sehr, sehr bekannt vor. Wenn wir keinen Schrott zu mitnehmen, das ist schade. Aber hier ist Schrott. Jawohl. Den erkenne ich. Schwarzer Lotus. Da liegt noch Honig. Ne, ein Mana-Trank. Bisher sind hier zwar keine weiteren Banditen zu sehen. Aber es würde Sinn machen. Also mal gucken, ob wir gegen diese Spinnen zurechtkommen. Ist hier eine Mine? Ja. Ist es. Ich dachte, die kann man vielleicht irgendwie entschärfen, wenn man sie sieht, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Ein Glück habe ich gespeichert. Ich wollte eigentlich wissen, ob wir gegen diese Spinnen schon zurechtkommen. Die logge ich übrigens direkt zur Mine. Was natürlich wieder nicht funktioniert. Eine Sumpfspinne. Nein, 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 nein.
das ist gerade anstrengend und zu wenig. Dix. Stopp. Ob das eine gute Idee war, jetzt hier zu speichern, das will ich auch nochmal ganz kurz in Frage stellen, aber... Wir atmen ein und aus und hoffen aufs Beste. Und lassen einfach Kaya den Rest machen. Wow. Wir werden einfach gepiesackt von der Spinne. Finde ich übrigens extrem unfair. Denn wenn man neu lädt, hat der Gegner wieder volle Ausdauer. Absolut widerwärtig. Dafür habe ich kein Verständnis. Und dafür auch nicht. Mann. Ist das wieder ein Krampf. Hey, also, wieso connecten die direkt zu mir? Also, das ist doch Quatsch. Ich sehe ja, dass sie sich dann noch minimal drehen und so. Also, es ist jetzt wirklich langsam lächerlich. Da speichere ich nochmal. Jetzt ist er ja fast tot. Aber sicher sein kann man sich nie. Und wenn ich jetzt gleich nochmal sterbe, bestätigt das bloß meine These. Bleib hinter mir. Immerhin. Also Sumpfspinne besiegt. Ansonsten sind hier noch irgendwo Minen. Scheinbar nicht. Okay, immerhin. So, eine beschädigte Schlachtkeule. Eine alte Lampe. Haben wir da so irgendwas rumfliegen? Sieht mir irgendwie auch aus wie Minen, aber ist immer nichts passiert. Stofftier, sonst nix. Da hinten ist eine Mine. Die man übrigens aus der Entfernung auch fälschlicherweise für irgendwelche Pflanzen halten könnte. Aber okay, also waren wir hinten auf jeden Fall schon mal ein bisschen unterwegs, haben unser Unwesen getrieben. Dann will ich jetzt mal ganz kurz speichern und mal gucken, ob der Heinrich jetzt endlich mit uns reden will. Wo wir nochmal einen Haufen Fiasko hier hinter uns haben. Dann wäre es ja doch mal angemessen, dass sein Tag jetzt endlich so weit rum ist, dass er sich mit uns unterhalten kann. Das weiß ich echt nicht mehr weiter. Ja, die Kämpfe bisher, muss ich sagen, haben mich jetzt bei den letzten Folgen ein wenig strapaziert. Ich würde dennoch behaupten, dass es noch absolut in Ordnung ist und im Rahmen dessen, ich meine, es ist klobig, ja, keine Frage. Das Kampfsystem ist wirklich Grütze. Das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir so schnell wie möglich auf Fernkampf kommen und dann einfach alles aus der Entfernung wegballern. Du sagtest, du hast Arbeit für mich? Das ist korrekt, Soldat. Endlich. Auch wenn ich mich bei deinem Zeitgefühl frage, ob du überhaupt der Richtige für diese Aufgabe bist. Naja, schwamm drüber. Hör zu, ich will die Karten gleich auf den Tisch legen. Ich habe mich über dich informiert. Und wenn es stimmt, was man sagt, hast du bereits eine militärische Ausbildung genossen. Man erzählt sich auch, dass du ein Spezialist für fremdes Terrain bist. Ich für meinen Teil hätte dich eher für die Latrinen abgestellt. Aber vielleicht täuscht mich mein Eindruck. Du bekommst die einmalige Chance, deine Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Bist du interessiert? Ja, sicher. Klar, wo soll ich mit dem Schruppen anfangen? Ah, ein Spaßvogel. Nur ist mir nicht zum Lachen zumute. Lass mich konkret werden. Die Zahl unserer Unterstützer ist gering. Die unserer Soldaten noch geringer. Und eine Armee, die nicht kämpfen kann, ist keine Armee. Diese Mauern sind ein Gefängnis. Ich will, dass wir sie überwinden. Dafür brauche ich Soldaten. Leute, die ihr Handwerk verstehen. Keine Pfaffen, die im Gebet eine Lösung suchen. Es ist mir auch egal, ob es Diebe, Schläger oder was weiß ich für Verbrecher sind. Den Luxus einer Auslese haben wir nicht. Und du glaubst, ich bin von alledem etwas, ja? Falsch. Wir führen dieses Gespräch, weil du dich mit diesem Klientel abgibst. Erzähl mir nicht, dass es nicht so ist. Ich möchte deinen Draht zu ihnen nutzen, um genau diese Leute für uns zu gewinnen. Kann ich auf dich zählen?
Die Bitte abschlagen? Nicht unbedingt. Was sollen wir denn tun? Kannst du. Was muss ich tun? Du zeigst Haltung. Sehr gut. Ich mache es kurz. Der Krater der Outlaws ist dir sicher nicht fremd. Und anders als wir schmeißen sie ihren Müll einfach auf die Straße. Nicht anders gehen sie mit Leuten um, die querschießen. Diese Leute brauchen wir. Brich zum Krater auf, finde heraus, wer auf ihrer Abschussliste steht und hol sie hierher. Okay. Also wir suchen Rekruten für Heinrich. Das hätte man sich auch beinahe erschließen können. Und hier können wir jetzt nochmal ganz kurz sehen, dass das hier oben der Krater ist. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Krater. Das heißt, hier oben führt uns der Heinrich hin und auch der Johannes. Das heißt, wir haben jetzt hier explizit erstmal gar nichts vor Ort mehr zu machen. Was wiederum heißt, dass wir tatsächlich Folgendes machen. Und zwar, wir gehen jetzt weiter hier runter. Also da, wo wir auch eben schon Randale geschoben haben. Gucken mal, ob wir hier noch irgendwie Eintritt gewährt bekommen in die anderen drei Kuppeln. Und ansonsten gucken wir uns die Gegend hier unten mal an. Also wir erkunden sehr, sehr viel jetzt erstmal demnächst. Und schauen uns dann erstmal in dem Berserkerhort um. Hier im Vor. Das ist ja oben ist ja die Burg. Und das hier ist das Vor. Und da hört ja die Spielwelt schon auf. Das heißt, wir können uns im Prinzip erstmal ein bisschen hier umschauen. Da oben könnte es eventuell auch noch was geben. Aber eins nach dem anderen. Und dann gucken wir uns auch irgendwann mal das Gebiet von den Morkons an. Wenn das hier überhaupt das Gebiet von den Morkons ist. Vielleicht ist es auch irgendwie einfach nur eine große Stadt. Und die Morkons sind hier hinten in diesem Loch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal nichts mehr explizit zu machen. Wir könnten theoretisch mit Kaya ihre... Ich werde das mal mir ganz kurz anschauen. Ich will mal ganz kurz gucken. Das ist ja vielleicht dann irgendwie ein bisschen so staged, sage ich mal. Also sprich, dass wir dann einfach nur vor Ort irgendwas machen mit der Kaya und dann... Wir gucken uns erstmal das Gebiet von den Berserkern an. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir immer noch die Loyalitätsmission, die erste, mit der Kaya machen. Die Loyalitätsmission würde ich auch alle irgendwie gerne machen wollen. Ich glaube allerdings, dass es in der Praxis ein wenig schwierig werden könnte. Weil wir dazu auch mit allen Charakteren natürlich viel unternehmen müssen. Und dazu müssen wir natürlich auch erstmal wissen, wo die anderen Charaktere zu finden sind. Also Kaya und Falk haben wir schon. Es wird bestimmt irgendeinen bei den Alps noch geben. Als ob ich hier jetzt falsche Hand bekommen habe. Komm, verarsch mich doch nicht. Es wird bei den Outlaws noch jemand geben, vermutlich. Und bei den Morkons. Und vielleicht noch bei den Berserkern. Noch irgendwen, keine Ahnung. Oder nee, wobei es gibt ja auch noch hier Crowny. Die gute Drohne vom Jax. Also auf jeden Fall haben wir drei schon bekannte Begleiter. Ich weiß gar nicht, wie es mit neuen aussieht. So. Hier haben wir noch eine Heilpflanze oder sowas. Dann wäre sogar eine starke Mana-Blüte. Alles klar. Ja, dann gucken wir uns erstmal weiter um. Wie gesagt. Und dann, ich mache mir halt schon wieder so viele Gedanken und Sorgen bezüglich der Zukunft des Spielstands, ja, also im Sinne von, dass wir halt bei allen den höchsten Sympathiegrad haben, bei allen Charakteren, dass unsere Zerstörung so niedrig wie möglich ist. Einfach weil es, also ich kenne noch wirklich kein Spiel, in dem es wirklich spielerisch attraktiv ist. Es geht los. Ja, und wie es losgeht, kannst du laut sagen. In dem es spielerisch attraktiv ist, dass man halt den Bösen spielt. Übrigens sehr wertvoll ist bei den starken Angriffen, ist, dass man... Stopp! Kurze Pause. Das war eben eine absolute Frechheit. Dass der Schlag nicht connected hat, ist absolut peinlich. Wirklich absolut peinlich.
Was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ist, ich find's cool, dass wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat, danke, dass du mitmachst, Kaya, vielen Dank. Wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat, dass man den dann richtig nass machen kann. Oder halt auch nicht. Vielleicht müssen wir auch mit einem starken Schlag dann treffen. Ja, scheinbar schon, irgendwie. Jetzt möchte ich ganz kurz nicht von dem Vieh getroffen werden. Trotzdem möchte ich gerne, dass Kaya mir dabei hilft. Können wir kurz speichern, weil das Vieh kriegen wir auf jeden Fall platt. Denn diese Sumpfspinnen sind nicht so unbesiegbar. Ich lasse das einfach unkommentiert. Also. Ich würde auch wirklich. Mich würde auch interessieren, warum man beim Neuladen keine Waffen weggezogen hat. Also ich habe an Elix 2 wirklich eine Menge Fragen. So. Aber die Spinne ist tot. Zwei Stück haben wir von denen schon platt gemacht. Die hat hier unten auch nichts bewacht. Ich habe es einfach mitgenommen, weil ich der Meinung bin, dass wir es halt mitnehmen können. Konnten wir ja auch. Aber dass das alles total clunky ist und klobig, ist halt leider einfach Realität. Egal, tot ist tot. Und damit würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns, wie gesagt, weiter hier um. Werden noch ein paar weitere solcher schönen Momente erleben dürfen. Ja. Und gucken, dass wir uns so langsam Richtung Berserker vorarbeiten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.